und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 22. bis 28. Februar 2021 und damit in der letzten Woche Februar. Der Monat ist ja auch recht kurz. So, vorab erstmal die Karten, die ich verwende. Das ist Finde deinen wahren Weg von Colette Bern-Reed für die Wochenenergien. Die Tageskarten, also für die ganze Woche, ist das Gilde-Tarot von Ciro Marchetti und Barbara Moore. Dann habe ich von Lisa Parker das Tarot Familia, das eben auch so ein bisschen genauer hinschaut, was die Woche los ist und an den Wochentagen. Dann habe ich die schamanischen Seelen-Orakelkarten. Das ist auch von Alberto Villoldo, Colette Bern-Reed und Marcella Lobos. Und dann die Orakelkarten der Krafttiere auch von Colette Bern-Reed. So, das sind ja allgemeine Legungen. Wenn ihr persönliche Legungen braucht, schaut bitte auf die Webseite www.ella-taroskop.de. Da könnt ihr persönliche Legungen buchen. Da sind die auch alle beschrieben. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken unter ella@ella-taroskop.de oder ihr könnt auch natürlich mit mir telefonieren. Dazu könnt ihr einen Termin vereinbaren, auch über talk@ella-taroskop.de oder einfach an die normale E-Mail-Adresse. Und dann klären wir das. Ja, ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche habt und dass Karneval auch gut verlaufen ist für euch. Wir schauen uns das jetzt in der allgemeinen Legung für alle Sternzeichen an und beginnen gleich mit der Astrologie für diese Woche für alle. Ja, also bis gleich. Meine Lieben, dann wollen wir mal schauen, was diese Woche so mit sich bringt. Die letzten Wochen waren ja nicht ganz leicht mit Merkur rückläufig, mit Saturn-Uranus-Quadrat und so weiter. Ja, was haben wir denn diese Woche für schöne Überraschungen? Merkur ist ja Gott sei Dank wieder vorläufig. Vielleicht die letzten Ausläufer sind da noch zu spüren. Mars und Pluto wirken auch noch weiter. Mars und Pluto, das ist immer dieses Machtthema, wo man versucht, sich durchzusetzen oder wo man ohnmächtig zuschauen muss, wie andere ihre Macht missbrauchen. Das geht vom 23. bis 26. Und das kann auch dazu führen, dass man hyper-ehrgeizig wird und denkt, man muss jetzt oder nie alles schaffen und alles tun. Vorsichtig damit bitte, ja. Ja, man will seine Ziele erreichen. Ja, Sonne und Uranus sorgen auch dafür, dass man das unbedingt will, ja, an Veränderungen arbeiten. Und es kommen auch gute und neue artige Ideen zustande und es können auch Lösungen gefunden werden. Wichtig dabei ist, nicht zu hastig und nicht zu übertrieben. Am 27. Februar haben wir Vollmond mit der Jungfrau und das ist eben auch, ja, man soll sich ein bisschen bewegen. Ja, Bewegung tut gut. Bewegung sorgt dafür, dass man den Kopf auch mal wieder frei bekommt und sich anderen Dingen widmet. Also alles in allem eine sehr ehrgeizige Woche. Denkt dran, nicht zu übertreiben und nicht alles auf einmal zu wollen. Lieber nett, freundlich und auch sich selbst nicht total verausgaben, denn das sorgt nachher dafür, dass man auf der Nase liegt und einem das nicht wirklich hilft. Ja, man kommt dann nämlich auch nicht voran, wenn es denn da nicht so gut ist. Und es beginnt, beziehungsweise letzte Woche begann die Fastenzeit und jetzt haben wir schon den zweiten Sonntag. Also falls ihr beim Fasten seid, dann ja, viel Spaß und ich hoffe, dass ihr das erreicht, was ihr erreichen wollt. Wollen wir schon mal einen kleinen Ausblick haben in die nächste Woche? Naja, ich denke mal, ja, wir haben immer noch Konflikt zwischen Saturn und Uranus. Also seid bitte ein bisschen flexibel, versucht das Alte nicht zu erneuern komplett. Auch traditionsgebundene Dinge haben ihre Bewandtnis und sind sicherlich auch in der Zukunft noch nützlich. Und ja, wir haben auch in der kommenden Woche dann positivere Entwicklungen. Also bleibt dran, seid schön ehrgeizig, aber übertreibt es nicht. Und wir schauen jetzt, was bei den einzelnen Sternzeichen erstmal in der Astrologie und dann in den Karten los ist. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zum Taroskop mit Ella für die Woche 22. bis 28. Februar 2021 und damit auch für den Monat Februar. Das ist dann demnächst wieder im März, wenn wir uns sehen und hören. Ja, wir haben Jupiter und Saturn und
Jupiter unterstützt dich natürlich, Saturn sorgt dafür, dass du auf Spur bleibst, Uranus ist im Stier, hat keinen direkten Einfluss auf dich, Neptun kann dafür sorgen, dass du dich auf dein Glück verlässt, vorsichtig damit, du musst schon an den Dingen arbeiten. Wir sind im Saturnjahr und du darfst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen oder sagen, das wird schon. Das wird dieses Jahr leider nicht funktionieren. Ja, Pluto ist auch im Steinbock und hat keinen direkten Einfluss. Und Mars unterstützt dich weitestgehend in diesem Jahr. Aber Pluto, Mars, Uranus und Saturn können in den Konjunktionen natürlich immer mal wieder dazwischenhauen. Das sollte man nicht vergessen. Wir haben Mars im Stier. Du bist in einer Ruhephase, die du dazu nutzen solltest, den Kleinkram wegzuschaffen bzw. zu erledigen. Das wäre ganz gut, damit du eben dann nachher frei bist für die neuen tollen Dinge. Bis 25. Februar steht die Venus im Wassermann und das ist sehr konstruktiv, sehr kollegial oder auch sehr ja, freundschaftlich. Also man knüpft und hat Kontakte. Danach kann es sein, dass du mit Venus in den Fischen ein bisschen zu viel schlemmst, dir zu viel gönnst, ja? Wenn Dinge nicht so laufen, wie du das gerne hättest. Versuch dich lieber mit anderen auszutauschen oder die Dinge zu klären. Suche Rat und Unterstützung bei anderen, wenn da, ich sag mal, so ein bisschen Schwierigkeiten da sind. Merkur ist Gott sei Dank wieder vorläufig und unterstützt dich auch. Und ja, bis 15. März, da kannst du Entscheidungen treffen, Dinge voranbringen. Ab 15. März wird es schwieriger. Da steht nämlich Merkur nicht so gut bis April. So, was haben wir jetzt zum Ende Februar? Also du hast jetzt in dieser Woche auch die Möglichkeit und Fähigkeit, die Dinge klar zu sehen, zu klären, Dinge zu erledigen. Mit Mars haben wir ja gehört. Und du kannst dich durchsetzen auf eine charmante, liebevolle und strategisch kluge Art und Weise. Also sanft, aber bestimmt. Du weißt, wovon du redest. Wie gesagt, Merkur ist vorläufig und damit unterstützend für dich. Das solltest du auch, ich sag mal, bis Mitte des Monats März unter Dach und Fach gebracht haben. Schauen wir jetzt, was für diese Woche die Karten für dich haben. Mein lieber Schütze, was sagen denn die Karten in der allgemeinen Legung für diese Woche? Denk dran, das ist eine allgemeine Legung für alle Schützen und du sollst dir das rausziehen, was für dich in der energetischen Wetterkarte so drin ist, was du gebrauchen und verwenden kannst, was dir hilfreich ist und wo du wirklich in deiner persönlichen Situation was damit anfangen kannst. Wir beginnen wie immer damit zu schauen, was von außen kommt, also was deine Mitmenschen dir in dieser Woche entgegenbringen. Und wir haben die 8 des Feuers, 8 der Stäbe, deine Energie, Kommunikation, Austausch, hin und her. Ja, da kommt auch viel Information auf dich zu von außen, denke ich mal. Wir schauen mal, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, ich gehe noch ein bisschen nach links. So. Und wir schauen uns jetzt gleich auch die Wochentage an. Also ich werde die Wochentage nicht benennen, weil sie ja bei jedem Schützen auch wieder anders fallen. Ich lege halt 7 Karten und wann das bei dir eintrifft, wirst du persönlich dann natürlich auch spüren. Du wirst das wissen. Aha, das war das und dann kommt das auf mich zu. Wir schauen uns auch an, wie du auf deine Mitmenschen in dieser Woche zugehst, also wie du unterwegs bist, wie du mit den Menschen sprichst oder wie du auf sie, wie gesagt, wirkst. Wir haben den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Du weißt, wovon du sprichst, das habe ich eben gesagt. Das heißt, du bist Unterstützer, du bist logisch, analytisch, nicht so sehr gefühlvoll, aber du siehst die Dinge, wie sie sind. Also du machst dir und anderen nichts vor. Vielleicht ein bisschen achtsam sein in Bezug darauf, wie du die Dinge äußerst. Du bist sehr direkt, du sagst dir die Dinge so, wie sie sind und nennst sie beim Namen. Da solltest du ein bisschen einfühlsam sein, also nicht jemandem was so vor den Bug hauen. Ja? Wir schauen mal, wie die Wochentage verlaufen. Ich lege sie erstmal aus hier.
Wie gesagt, wann das bei dir stattfindet, kann variieren. Also ist nicht in der Reihenfolge muss das nicht passieren, aber du wirst das natürlich wissen. Wie immer hängt die Vorwoche hinten dran, dann kannst du noch mal schauen, was in der Vorwoche los war und was vielleicht auch in diese Woche noch Einfluss nimmt oder wie gesagt noch nicht erledigt ist. So, wir beginnen jetzt damit zu schauen, wie du dich in dieser Woche selbst siehst. Das, die 2 des Feuers. Du stehst vor einer Weggabelung, möchtest dich entscheiden, weißt vielleicht noch nicht genau wo und suchst deshalb vielleicht den Austausch, die Informationen, die dir fehlen. Dein Wunsch ist die 4 des Feuers. Also Hausheim, Familie, nahes Umfeld geklärt zu wissen, harmonisch. Ja, ich sag mal, Home is my castle, so in dem Sinne. Okay, das ist ein schöner Wunsch, das ist sehr liebevoll, das ist sehr warm. Hoffnung und Ängste haben wir die 8 der Luft, dass du dich im Kreis drehst, nicht vorankommst und dass du auch keine Lösung hast. Das ist die Befürchtung, denke ich mal. Gut für dich in dieser Woche ist die Liebe. Die Liebe, die du zu dir selbst empfindest, die Liebe zu anderen. Und ich denke mal auch die Liebe, die dir entgegengebracht wird. Das ist sehr wichtig, dass man das auch wahrnimmt, auch wenn du sehr analytisch, sehr klar bist. Nicht gut in dieser Woche ist die 2 der Kelche. Das heißt, dieses sich auf Augenhöhe begegnen funktioniert zumindest noch nicht. Ja? Oder dass du vielleicht mit jemandem näher in Kontakt trittst oder dass sich eine Liebe entspinnt. Das wird in dieser Woche vielleicht nicht passieren, aber vielleicht in der nächsten. Wie geht die Woche für dich aus? 2 der Luft, du bist immer noch unentschlossen. Ja, du möchtest keine Entscheidung treffen. Kann natürlich sein dann, dass die Entscheidung für dich getroffen wird. Schauen wir uns mal die Wochentage an. Wir haben das innere Biest zähmen. Das ist die Kraft. Ja, ich denke mal, Unleidlichkeit oder Unentschlossenheit so ein bisschen zu verbergen, sondern weitermachen wie bisher und nach außen natürlich stark und durchsetzungsfähig rüberkommen. Dann haben wir hier den Page der Schwerter. Klarheit, Informationen besprechen, wie soll es weitergehen, wie können wir das realisieren, wie sieht das aus, Informationen sammeln, sich informieren. Dann haben wir den Neubeginn, das ist die Welt. So, das ist ein Neustart, nach Merkur rückläufig, durchaus machbar, aber vielleicht hast du Angst, nicht die richtige Entscheidung zu treffen. Wir schauen mal. Wir haben die Königin der Kelche, da ist die Liebe drin, da ist das sich kümmern. Das kann eine Wasserenergie sein, das sind Krebs, Fische oder Skorpione oder es ist die Energie der Mütterlichkeit, die mütterliche Liebe, dass deine Mutter vielleicht dir Unterstützung bietet oder dass du ja dein Herz ausschüttest oder dass du eben die Liebe deiner Mutter spürst oder weitergibst oder wie auch immer. Wir schauen mal, das kann auch sein, dass du die Mutter bist zum Beispiel. Wir haben den Page der Stäbe. Fokus. Fokus auf Liebe, Gefühle und natürlich auf die 2 der Kelche. Aber es ist halt diese Woche noch schwierig. So, dann haben wir die 7 der Münzen. Schritt für Schritt vorgehen, nichts überstürzen. Mit Erdenergie, Pragmatismus und auch Saturn. Jeden Schritt einzeln überlegen. Und wir haben Illusionen. Ja, ich glaube, dass du auf der einen Seite klar bist und auf der anderen Seite dich nicht traust, etwas durchzuführen, etwas zu entscheiden, weil du die Befürchtung hast, es sind alles nur Illusionen. Schauen wir uns das Ganze mal an. 2 der Stäbe, so siehst du dich, unentschlossen, so ein bisschen, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Was haben wir da? Wir haben die 6 der Kelche, da ist die Vergangenheit und da haben wir die 8 der Schwerter. Die Vergangenheit macht dich ein bisschen kirre oder sie verfolgt dich. Sie sorgt dafür, dass du nicht weißt, wo du hin sollst. Okay, 4 der Stäbe, familiäre Dinge. Da möchtest du dich wohlfühlen, da möchtest du dich angenommen und geliebt fühlen. Und du bist auch liebevoll zu deiner Familie. Und wenn du den Wunsch hast, dass das familiär wird oder so, denke ich mal, dass da ein Manko besteht. Sonst würdest du es dir ja nicht wünschen. Ja, also du bist sehr liebevoll zu deinen Mitmenschen, aber irgendwo fühlst du dich eben nicht ganz vollständig. 8 der Luft, der Gehängte, das ist eben Stagnation, die Dinge aus allen Sichtweisen betrachten und trotzdem noch keine Lösung haben, das hält dich ein bisschen zurück, das hält dich ein bisschen gefangen. Ja, vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft. Wir haben die Liebe, die gut für dich ist, da ist das Rad des Schicksals, positive Energie und da ist der Turm. Ja, es kann natürlich bedeuten auf der einen Seite, dass die Liebe diese Missstände runterreißt mit dem Turm und Platz schafft für die Liebe
Aber wir haben auch die 2 der Kelche noch nicht möglich. Da ist die 10 der Schwerter über etwas hinwegkommen und 10 der Stäbe. Da hatte ich etwas sehr getroffen, sehr belastet und das belastet dich, denke ich, heute noch. Ja, du kommst da nicht drüber hinweg. 2 der Schwerter, 7 der Stäbe und der Stern. Wassermann-Energie, ja, Unentschlossenheit, Zurückhaltung. Vielleicht ist es auch so, dass du bestimmte Dinge nicht wahrhaben möchtest oder dass du dich so ein bisschen vor der Heilung wehrst, so ein bisschen wehrst gegen die Heilung, dass du das hinter dir lässt. So, wir haben die Stärke, wir haben die Liebenden und wir haben den König der Kelche. Also sehr viel Gefühl in dieser Woche, sehr viel Gefühl, was vielleicht auch aufgrund von Enttäuschungen und Dingen hochkommt, durch Fische, Venus vielleicht. Page der Schwerter, 4 der Kelche und 7 der Schwerter, okay. Ja, wir haben Informationen, Klärung, Wahrheit über Dinge, die dich beschäftigt haben. Du bekommst vielleicht eine Information darüber, wie das zustande kam. Und vielleicht verursacht das natürlich eine Klärung, die sagt, okay, dann lasse ich das hinter mir. 9 der Schwerter, unnötige Sorgen und der Ritter der Münzen. Also du hast Geduld, den Neuanfang für dich zu planen und hinzulegen, die wichtigsten Informationen zu sammeln, dir hoffentlich auch Ratschläge anzuhören und die Unterstützung. Königin der Kelche, abwägen und der Wagen. Da ist Krebsenergie. Du wägst ab, ja, was für dich machbar, möglich und das Beste ist. Worauf liegt dein Fokus? Die 7 der Münzen, diese Karte und den König der Münzen. Du möchtest langsam, aber sicher zum Erfolg. Was auch richtig ist. Du machst nichts Unüberlegtes, aber du hast zur gleichen Zeit parallel mit deinem Schmerz, mit deiner Vergangenheit zu kämpfen. Aber du gehst weiter. 7 der Münzen, 3 der Schwerter, ich sagte es doch, und der Narr. Also du machst langsam aber sicher eine Heilung mit, die sehr lange dauert noch, aber du schaffst gleichzeitig einen Neuanfang, wie auch immer das aussehen mag. 7 der Kelche, 9 der Stäbe, du gibst nicht auf und du kommunizierst. Das ist die Energie von außen. Du holst dir Hilfe, du holst dir Unterstützung. Also ich denke mal, mein lieber Schütze, du bist von der Vergangenheit eingenommen und gehst gleichzeitig voran. Du wünschst dir ein liebevolles Zuhause, Familie, du bist auch liebevoll zu deiner Familie, aber wenn du es dir wünschst, ist es halt nicht da, so wie du dir das vorstellst. Stagnation, das hält dich auf, diese innere Aufgewühltheit, diese Enttäuschung lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Dann haben wir die Liebe. Das Rad des Schicksals dreht sich weiter. Und ich denke, dieser Turm bedeutet hoffentlich nicht, dass du das Rad des Schicksals damit aufhältst, sondern dass das Rad des Schicksals dafür sorgt, dass du über diese Hürde hinwegkommst. Denn nicht gut ist, dass sich auf Augenhöhe begegnen. Das kann dein Gegenüber sein, was dich verletzt hat. Du kommst darüber hinweg. Es ist der volle Zyklus. 10 der Schwerter, 10 der Stäbe. Ja? Und dann haben wir hier als Ausgang Unentschlossenheit, 7 der Stäbe, wehrhaft sein und Heilung. Also ich denke mal, du hast ein Problem damit, dich zu öffnen, weil du gekränkt bist. Du versuchst es und die Heilung ist ja auch da, aber es braucht seine Zeit. Wir haben die Kraft auch in der Liebe, deine Liebe ist da und du weißt auch, wie du sie rüberbringen kannst. Vielleicht versucht auch jemand so ein bisschen dich glücklich zu machen. Da haben wir die Information, was dich unglücklich gemacht hat und wie man dich vielleicht hintergangen hat. Du bekommst weitere Informationen dazu. Wir haben den Neuanfang, der natürlich von Sorge oder auch von Gesprächen geprägt ist. Aber wir haben den Ritter der Münzen. Du bleibst dran. Trotz Schmerz, trotz Enttäuschung, trotz Hindernissen. Wir haben die Königin der Kelche. Du wägst ab, inwieweit das hilfreich ist oder nicht. Du nimmst die Zügel auch, was deinen Gefühlsbereich betrifft, in die Hand. 7 der Münzen, du hast Geduld und den König der Münzen. Das bedeutet, du bleibst dran. Du bleibst fokussiert auf dein Ziel. So, und dann haben wir hier die 7 der Münzen. Da ist der Schmerz mit drin. Ja? Und wir haben trotzdem den Neuanfang.
er ist eben nicht unbelastet. Ja, aber vielleicht entwickelt sich das. Wir haben die Illusionen, du gehst dagegen an und suchst das Gespräch oder die Lösungsansätze mit dem König der Schwerter als deine Energie. Schauen wir mal, vielleicht hast du einen guten Berater, der dir hilft, da Klärung herbeizuführen. Wir schauen mal, was die Krafttierkarte sagt. Flamingo, bejahe das dazwischen. Ja, du bist jetzt in so einer Zwischensituation, wo du noch nicht beim großen Erfolg bist, aber auch nicht bei der totalen Niederlage, ganz klar. Schauen wir uns das an. So, der Flamingo. Der Geist des Flamingos findet bequem sein Gleichgewicht, indem er sieht, was war und was sein wird und auch im Angesicht von Ungewissheit nicht schwankend wird. Du kannst dich von der Vergangenheit belehren lassen und für die Zukunft planen, aber sträube dich nicht gegen den Appell des Flamingo-Geistes, vollkommen präsent im Jetzt zu sein, da in ihm die wirkliche Magie liegt. Mit einem Bein noch in dem Leben stehend, das hinter dir zu lassen, du im Begriff bist, und mit dem anderen in einer Zukunft, in der du deine höchsten Vorsätze verwirklicht siehst, musst du dich mit der Tatsache abfinden, weder ganz hier noch dort zu sein. Bejahe das dazwischen. Die Präsenz des Flamingo-Geistes ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass sich die Kreativität in dir regt und sich neue Chancen auftun. Verweile ihm hier mit einem ausgeglichenen Geist, denn es gibt vieles zu wissen und zu lernen, bevor du dich dran machen kannst, deine neuen Pläne umzusetzen. Du kannst dem Jetzt und dir selbst vertrauen, während du in dich aufnimmst, was du siehst, und dir all dessen bewusst wirst, was du in dieser Zwischenzeit erlebst. Also, auch wenn du noch keine konkreten Zielsetzungen hast oder noch nicht weißt, wo die Reise hingeht, heißt das doch, dass du für deine Dinge einstehst und die Heilung hervorrufst, ja? Dass du dich informierst, dass du versuchst, eben die Dinge im Hier und Jetzt wahrzunehmen, anzugehen und zu nutzen für dich. Wir schauen uns jetzt mal an, was die schamanische Weisheitskarte für dich hat, Orakelkarte für diese Woche, mein lieber Schütze. Was haben wir da? Schauen wir uns das mal an. Was ist der Ratschlag der Schamanen für den Schützen in dieser Woche? So, wir haben die Hüterin der Erde, die Nummer 18. So, die Hüterin der Erde, Nummer 18. 56. So, die Hüterin der Erde. Die Essenz, da du deine Welt selbst mitgestaltest, bist du auch für ihr Wohl verantwortlich. Die Hüterin der Erde widmet sich der Fürsorge für die Erde und alles Lebendige. Ganz bewusst hält sie am heiligen Traum von einem Planeten mit sauberem Wasser und reiner Luft fest, auf dem alle Wesen friedlich zusammenleben. Erinnere dich immer daran, dass sich alles, was du tust, über 7 Generationen hinweg auswirkt. Die Einladung. Aus dem mickrigen Traum von Ruhm und Erfolg bist du herausgewachsen und nunmehr bereit für den großen Wurf, der Möglichkeiten eröffnet, die selbst deine kühnsten Erwartungen noch übertreffen. Streif dir den Mantel der Hüterin über und melde dich bei einer befreundeten Person, die sich in einer Notlage befindet und mit der du vielleicht länger keinen Kontakt mehr hattest. Kümmere dich um deine Haustiere und versorge auch die vierbeinigen Streuner auf der Straße mit Futter. Mach Ordnung bei dir im Hof, denn nicht zuletzt darin spiegelt sich dein Verhältnis zur Erde wider. Spinn den heiligen Traum weiter, der auch dein Privatleben wird erblühen lassen. Vergiss nicht, um das Ich allein geht es jetzt nicht mehr. Die Medizin. In dem Maße, in dem du dich deines Körpers annimmst, kümmerst du dich auch um Mutter Erde. Beginne also bei dir selbst, bei deiner Gesundheit. Was steckst du dir alles in den Mund? Fühlst du dir Speisen oder Gedanken zu, die dir eher schaden? Hör noch heute damit auf und fang an, Dinge zu tun, die dir gut tun. Okay, es bedeutet, kämpfe für dein eigenes Wohlbefinden, für deinen Körper, für deinen Tempel, mit dem du ja leben musst und der ja auch die Energie voranbringt, also umsetzen kann. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, auch wenn du noch keine Zielsetzung hast, auch wenn du noch nicht weißt, wie es weitergeht, kümmere dich darum. Kümmere dich um dich, kümmere dich darum, dass es dir gut geht. Ja. Wäge ab, was gut für dich ist und was nicht. Ja. Kümmere dich auch um andere, denn die Liebe, die du verschenkst, kommt auch wieder zu dir zurück. Und ich denke mal, dass du durch die Liebe, die du verschenkst, auch die Heilung erwirkst in dir, ja, und deine Ziele verfolgst du ja weiter. Das Rad des Schicksals dreht sich in deine Richtung. Das Wichtigste ist natürlich nicht aufzugeben, kommunikativ zu bleiben, die Dinge klar zu sehen
und Schritt für Schritt vorzugehen, also nichts zu überstürzen, Saturnenergie eben, ja. Und ich denke, dass du auf einem guten Weg bist, das hat sich auch in der Vergangenheit so gezeigt. Durch die Situation, die wir im Außen haben, kann man immer mal wieder ein Stück zurückfallen, auch sehr traurig werden oder sehr, ja, zurückhaltend eben, man wird ja auch dazu genötigt. Also kann das natürlich auch eine Folge dessen sein. Mach dir keinen Kopf, du bist auf einem guten Weg, du wirst das hinbekommen, du darfst nur dein Ziel nicht aus den Augen verlieren und auch den jetzigen Moment, jetzt, heute und hier, gerade zu würdigen, denn das führt dich ja dahin, wo du hin möchtest. Und achtsam zu sein mit dir und mit anderen, ja? Also du bist im Moment so ein bisschen, hängst du zwischen allen Stühlen, aber du kümmerst dich um dich und das, was du siehst, wo du dich kümmern kannst, um deine Mitmenschen. Ja, mein lieber Schütze, auch eine schöne Energie. Du wirst gefördert, das Rad des Schicksals ist auf deiner Seite, da kommt auch viel Energie von Liebe auf dich zu und reißt vielleicht auch die negativen Energien mit sich und sorgt dafür, dass es dir bald wieder besser geht. Ja? Und ich denke mal, dass du damit auch vorankommst. Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie sich das bei dir entwickelt, wie du damit umgehst, was du vielleicht gemacht hast. Das kann auch für andere sehr hilfreich sein. Wenn es dir gefallen hat und du ein paar wichtige Aspekte daraus ziehen konntest für dich, lass gerne ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute, halt durch, sei achtsam und bis bald.